Ich frage mich, wie lange der wohl schon hier ist. Da muss ja schon ein Stück da sein, wenn der Ork in der Bibliothek nicht mehr wusste, ob er wirklich noch lebt. Und ich frage mich, ob er sich diese kleine Höhle ganz allein gebuddelt hat. Oder gehackt. Oh, Schneesturm. Oder war der vorne auch schon so doll? So, mal gucken, was müssen wir denn jetzt überhaupt machen? Oder wo müssen wir hin? Fragen wir mal so. Was ist das? Bringe die Schriftrolle der Alten in deinen Besitz. Alphantra, besuche das Museum von Dämmerstern. Grotte des zerbrochenen Ruders. Wir müssten eigentlich mal irgendwo was verkaufen gehen. Zu diesem Zwecke. Moment, was müssen wir da machen? Finde die die Energiequelle im Silberstromhöhle. Wir gehen erstmal kurz nach Weißlauf. Ja, mit einer Schnellreise. Und dann laufen wir hin, da wo wir hin müssen, für die Schriftrolle der Alten und holen noch das Wort der Macht aus der Höhle. So wie wir vorne auch schon zum Tempel wollten, das wird bestimmt genauso gut klappen. Ja, das ist erstmal der Plan. Mal sehen, ob wir den auch so durchführen werden. Schon lange nicht mal hier gewesen. Dich kenne ich nicht. Ach, Beletor, deswegen kenne ich dich nicht. Ich kenne dich nur hinter deinem Tresen. Hol von dem eine Axt. Hey. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Wir bekommen seine Axt nicht. Mann, oh. Okay, erstmal nach Prisenheim. Wir bringen die Prise heim, wir gehen nach Prisenheim. Mal sehen, was wir überhaupt ablegen können. Huch. So, Zutaten. Mit X ablegen. Ich muss nur dran denken, dass ich die Jaspeibären hier lasse. Und den Rest brauchen wir ja nicht. Alles weg. So, Jasperbeeren, ihr bleibt hier. Dann haben wir hier, glaube ich, Schriftrollen und so ein Zeug drin und Bücher. Da haue ich jetzt auch Schriftrollen rein. Die benutzen wir eh niemals. Ciao. Die wiegen, glaube ich, mittlerweile auch echt viel. So, macht's gut, ihr Schriftrollen. Man sieht sich nie wieder. Vielleicht werden wir umziehen, wenn wir alles hier rausholen. Die Frage ist, holen wir wirklich alles hier raus? Kann ich jetzt eigentlich... Die Tagebücher kann ich jetzt auch ablegen und... Das? Nee, immer noch nicht. Ja gut. Ist... Okay, kann ich erstmal akzeptieren. Zutaten sind weg. Hier. Dafür müssen wir nach oben. Oh. Weißlauf, der Stolz von Himmelsrand. Richtig. Sieht ja noch nicht viel aus. Schwarzlicht dagegen, das ist eine Stadt, wie sie sein soll. Dann geh doch wieder dahin. Na gut, die bleibt erstmal liegen. So, was ist hier drin? Drachengedöns. Solches Zeug, glaube ich. Ach, das ist die Anpassungssphäre. Ja, ich höre eindeutig das Ding. Haben wir irgendwas für hier? Nö. Aber hier kommt das da rein. Ich glaube eigentlich nicht mehr. Ich hatte das, glaube ich, mal anders sortiert, aber das ist jetzt egal. Egal. Na, du musst hier bleiben. Das kommt da noch rein. Ciao, Rubin. Ihr könnt auch nicht weg. Zu den Waffen. So. Dich müssen wir ja leider weg immer noch mitschleppen. Vielleicht können wir den jetzt mal wegschaffen. Wenn der. Ich bin der Meinung, wir mussten den irgendwo hier abgeben. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, wo Travens Bogen hin soll. Ciao. Ihr seid cool, aber ciao.
Die Spitzhacke behalte ich mal, obwohl ich habe ja die andere mit. Die unser Kumpel gerade schleppt. Kumpel, komm mal her. Hi, Lydia. Was ist unser nächster Schritt? Wenn wir dadurch schneller vorankommen. Ja, komm mit. Sicher. Du kannst mir alles geben. Alles, was du nicht benutzt. Und Zeug, das ich dir nicht geben möchte zum Benutzen. Ja, das kannst du anlassen. Das auch. Den kannst du auch anlassen. Abgeschworenen Zeug. So viele Bögen, das ist unglaublich. Weil ich immer alles mitnehmen muss. Schrecklich. So. Jetzt dahinter. Dahinter mir. Wir hauen erstmal alles rein. Es wird der Moment kommen, die Maske mal nicht. Ja, hau ich auch da rein. Es wird der Moment kommen, in dem werden wir mal uns irgendwann mal wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit das beanspruchen wird. Es wird sehr viel sein. Wahrscheinlich irgendwie 4 Folgen oder so. Schneide ich einfach alles zusammen. Das war dann eine große Umräumfolge. So, Moment. Ich möchte kurz gucken, haben wir hier noch eine Maske drin. Da werden wir. Das werde ich machen, wenn wir umziehen in unser Haus. Nach Seeblick oder wie das heißt. Da werden wir alles richtig ordentlich sortieren. Das wird ewig dauern. Ah, dich habe ich gesucht. Und außerdem Sachen, die wir doppelt haben, verkaufen. Na, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Ich suche gerade hier noch diese Masken. Ich glaube nämlich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das sind doch die Masken, die wir da irgendwo an dieses Maskending pappen müssen. Ich frage mich nur gerade, wer hat die Holzmaske? Hast du die, Lydia? Es ist mir eine Ehre, euch wieder... Ehre sei mit euch, mein Tane. Können wir sie nicht fragen. Bis zum nächsten Mal. Kann schon sein, dass die das hat. So, nein, hier kommen Waffen rein. Alter, wir müssen davon mittlerweile 10 haben, glaube ich. Die dämlichen Sperre kommen weg. Habe ich die Nord-Ding da reingehauen? Es wird nicht sortiert nach Alphabet. Seit wann das denn? Ich suche die Nordspitzhacke. Und gucke gleichzeitig, ob wir eine Axt hier haben. Eine Holzfäller-Axt. Ich suche. Ich muss hier kurz jucken. Ach, hier ist sie doch. Hey, ihr seht gleich aus. Ah, ja. Sehr schön. So, was haben wir hier drin? Ah, ja. Und da? Amulette und Ringe. Wo tue ich denn jetzt die Masken hier nach? Die stecke ich dann einfach hier mit rein in den Beistelltisch. Das werde ich mir merken können. Nein, ich wollte das ablegen. Das anlegen, so. Dukan und Mirak. Habe ich hier vielleicht die Holzmaske rein? Ich muss mal kurz gucken. Nee. Hier? Die lege ich auch nicht zu Lydia in den Schrank. Na, da ist schon noch so merkwürdiges Zeug gegeben. Komisch. So, wir haben jetzt noch 153 Gewicht mit uns. Okay, die geben wir dann noch unserem Kumpel. Die Dinger, die wiegen nur 1. Das wiegt nicht. Okay, das ist Brot. Die Schlüssel wiegen zum Glück auch nichts. Unser Schwert.
Ach, wir haben ja... Komm mal da runter. Stimmt ja, wir haben ja das Zeug von ihm noch genommen. Nein, nicht hinsetzen. Steh wieder auf. Oh, ich konnte gerade rausgucken. So. Ich frage mich gerade, ob wir von diesen... Kommen wir jetzt von den Schuhen, die wir gerade anhaben, unsere Jesusstiefel, ob wir von denen theoretisch, also ob wir die entzaubern könnten, damit wir das auf leichte Stiefel später mal machen können. Das wäre doch eigentlich ganz praktisch. Nicht, dass ich jetzt sofort zum nächsten Zauberungstisch renne. Gewöhnlich. Ich kann alle weg. Mächtig leer, gefühlt mächtig, gefühlt mächtigt, mächtigt. Nein, den wollte ich doch behalten. Den hole ich wieder zurück. Moment, den Schwarzen. Ich frage mich, was die Schwarzen anders machen als die Weißen. Ich glaube einfach nichts, die sind einfach nur schwarz. So, 123 Waffen. Haben wir jetzt gut ausgeleert, bis auf diesen komischen Bogen und die Axt. Da haben wir Keter Amulett, das habe ich keine Ahnung, warum wir das mitschleppen müssen. Zaubertränke, da könnten wir eventuell nochmal ein paar loswerden. Essen haben wir jetzt gar nicht mehr so viel. Zutaten und die Bärchen. Die Dinger kann ich nicht wegtun. Schlüssel wiegen nichts. Okay, die kann ich mal wegtun, dann haben wir aber auch nur ein Kilo weg. Was benötigt ihr, mein Tane? Eine breitere Tür. So. Und nicht ausrüsten, man weglegen. Okay. Das sollte es erstmal ganz gut sein. Wir können davonziehen. Und jetzt latschen wir da hoch. Holen die Schriftrolle. Ja, das werden wir so tun. Ich habe gerade überlegt, weil es mich ja so reizt mit dem Haus bauen. Aber jetzt gehen wir erstmal. Wir gehen jetzt erstmal da hoch. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Schriftrolle suchen. Und wenn wir das geschafft haben, wenn wir die Rolle abgegeben haben bei dem verrückten Typ, dann können wir zurück zum Haus und dort bauen. Ich möchte dieses Haus fertig bauen. Ich finde das immer noch voll cool. Eigenes Haus bauen. Abgesehen von Sims. Ich bin gerade am Überlegen. Aber ich glaube, abgesehen von Sims fällt mir da gerade spontan kein Spiel ein, wo man sich sein eigenes Haus so bauen kann. Warum fliehen die da? Die sind gerade gerannt. Ach, eine Khajiit-Karawane. Okay. Ich sag gerade schon, Panik, alle rennen weg. Drache, wir können Drachen reiten. Nix Drachen reiten. Können wir mal versuchen. Ich glaube nicht, dass es klappt, weil es ist ja kein Drache hier. Fände ich merkwürdig, wenn das funktionieren würde. Nee, wäre auch zu schön gewesen. Dass jetzt ein Drache gekommen wäre, wir wären mit dem Drache jetzt dahinter geflogen. Aber nein. So einfach funktioniert das natürlich nicht. Man muss erst einen Drachen finden. Man kann sie nicht einfach einrufen. Da muss man erst durch Himmelsrand laufen und sich einen Drachen suchen, damit man schneller vorankommt. Naja, es kommt noch einer. Nö. Nichts Drache. Hallo Huhn. Und es braucht auch noch ewig, bis es abgeklungen ist. Sonst hätten wir uns jetzt so ein Huhn nehmen können, dass uns das Huhn hilft. Also, Willen beugen. Ob das funktioniert, das müsste man eigentlich mal testen.
Auch so bei einem Wolf oder so. Anstatt ihnen einen Pfeil zwischen die Beine zu schießen, sollte man mal versuchen, diesen Wolf mit dem Willenbeugen vielleicht auf seine Seite zu ziehen. Wenn ich das nächste Mal dran denke, werde ich es versuchen. Weil es beugt ja den Willen von allem. Also auch von Wölfen. So zumindest mein Gedanke. Laufe ich richtig? Muss mal kurz gucken. Nee, wir müssen über einen Fluss rüber. Was ich mal schnell tue, ich speichere auch mal schnell. Dieses, ja. Vorhin war es 10 PM, also 10:30. Ah, jetzt sehen wir es nicht mehr. Naja. Seid ihr Banditen? Nein. Hund. Jäger. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Nö. Der Jarl kann wohl kaum jeden. Das stimmt, das stimmt. Ich wollte auch gar nicht mit dir über deine Wilderei reden. Ich wollte hier irgendwie runter und mal gucken, was du da machst mit deinem Hund. So. Huch. Hallo? Entschuldigen Sie, Herr Krabbe. Der wird weggespült. Haha. So. Da ist eine Säbelzahnkatze. Wir werden hier schön aus dem Weg gehen. Ich habe keine Lust, mich mit einem Verwandten niederen Grades zu streiten. Prinzipiell sind Katschits und Säbelzahnkatzen ja verwandt, würde ich sagen. Wir sind halt nur von unterschiedlichen Intelligenz-Dingern. Kann man das so ausdrücken? Interessant finde ich. Drache! Interessant finde ich Drache. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, Drache. Psst. Immer wieder Ruhe. Komm zu mir. Entspann dich. Kommt jetzt. Ja. Zu rufen arm. Zu euren Diensten. Ist ja cool. Ich finde das super. Da hinten fliegt noch einer, natürlich. Wie ging das jetzt mit dem Drachenreiten? Aber selbst können wir den gar nicht steuern, oder was? Wenn ich jetzt sage, ich will da hinten hinfliegen. Kann ich höher fliegen? Ne, wirklich selbst steuern kann ich den, glaube ich, nicht. Los, flieg! Nein, das funktioniert nicht. Huch! Zwei Willenbeugen. Wie ging das überhaupt mit dem Drachensteuern? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich will absteigen. Ich will absteigen. Wie stieg ich ab? Absteigen? Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Okay. Uah. Immer mit der Ruhe. Langsam runter. Psst. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wow. Lande vorsichtig. Landen wir jetzt? Oder nicht? Nee. Säbelzahntiger. Greif ihn an. Nein. Ich tritt er an. Verdammt. Wie ihr befehlt, Ludaal Vargord. Ja, Ludaal Vargord. Dann. Aha, jetzt. Dankeschön.
Ach, das bist du. Ich dachte gerade, ich wurde kopiert. Mach's gut. Hä? Ach, da. Aber böse ist jetzt nicht zu uns. Nö, er fliegt da jetzt nur so rum. Okay.